Hallo, mein Name ist Leandra Fili. Ich komme ursprünglich aus Köln, wohne aber jetzt in Berlin. Und angefangen hat meine ganz persönliche Geschichte mit meinem Studium für Kommunikationswissenschaften an der Uni Köln. Gefolgt von meiner vierjährigen Schauspielausbildung und abgeschlossen habe ich dann das Ganze mit meiner Ausbildung zur Synchronsprecherin. Und auf meinem Weg habe ich da meine Leidenschaft fürs Moderieren entdeckt. Ich habe immer schon gern viel gefragt, wollte immer schon wissen, wie Menschen Dinge tun, wie Sachen funktionieren. Kurze Zeit später ist dann Teekanne auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich zusammen mit ihnen eine Sendung über Tee machen will. Es war so schön, ich bin dann zusammen mit Teekanne ins Teewerk gefahren, konnte sehen, wie Tee produziert wird und so ist dann Leandras Tee-Log entstanden. Das ist ein eigener Kanal bei YouTube mit ganz vielen Videos über Tee. Ich bin Leandra und ich liebe Tee. Der Duft, der Geschmack. Tee ist für mich ein richtiges Wohlfühlerlebnis, jeden Tag. Und deshalb freue ich mich umso mehr, euch heute zusammen mit Teekanne einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Einmal in die Mitte! Und noch gerne in die Mitte. Da sind schon die Snacks auf der Bühne bei, sag du doch mal ein paar Namen, bei wem noch so? Sonnengereifte italienische Tomaten sind gesund, voller Lycopin, die machen es schön, wirklich. Das ist gesunde Nahrung. Geht direkt weiter mit Ernst Neumeister. Für alle, die Lust haben, da vorne sitzt er schon und isst sich, oder? Ja? Es geht ums Verkaufen, es geht um Überzeugungskraft. Eine Sache, die mich unglaublich interessiert, gibt es eine psychologische Komponente in Bezug auf die Börse? Uns hat vorab schon eine, ich freue mich, eine Frage aus dem Publikum. Ich laufe, ich komme. Es ist wirklich, es ist ein Festmahl. Wir schauen uns das schon die ganze Zeit an. Es ist proprio buonissimo. Dann lass uns mal einen Blick auf Connected Wash werfen, den digitalen Service von Winterhalter. Wenn ihr mit einer Spülmaschine von Winterhalter arbeitet, dann solltet ihr diese Möglichkeit auf jeden Fall nutzen. Hier auf dem Filmfest München und ich schaue jetzt mal, wen ich hier so treffe. Ich habe gehört, dieses Jahr sind ganz besondere Prominente hier, die sich hier überall verstecken und ich werde sie jetzt mal aufsuchen. Per esempio l'ortica so che si può cuocere, è super sana. E così anche con la pianta delle fragole? Sì, assolutamente, anche con le fragole, le foglie. Sì, also die Erdbeere ist wirklich ein Superfood, denn man kann von der Erdbeere auch die Blätter benutzen, also den gesamten Erdbeerstrauch. Io inizio a raccogliere le fragole. Ich pflücke jetzt weiter. Und dann ist das hier alles jetzt dein Hof? Das ist jetzt meine erste Reitstunde. Was muss denn alles vorbereitet werden, bevor man auf das Pferd steigt? Liebe Zuschauer, ich verabschiede mich mit ganz viel Wissen. Und das Glück der Erde liegt, glaube ich, wirklich auf dem Rücken der Pferde. Als Reisemoderatorin für den Michael Müller Verlag reise ich durch verschiedene Länder, mache mich auf die Suche nach Menschen, nach Kultur, nach Geschichten und gutes Essen darf natürlich auch nicht fehlen. Und noch während meiner Ausbildung zur Synchronsprecherin bin ich dann für die frechen Mädchen besetzt worden. Und gefolgt sind dann Hörbücher wie Janne und Ida, eine fast perfekte Pony-Überraschung, Unser Wetter auf Entdeckungsreise und Elena Ferrante, die Geschichte eines neuen Namens. Ich habe ein außergewöhnliches Hobby und zwar fahre ich gerne Einrad und habe mein Einradfahren als Auftritt in meinen Job als Krankenhausclown mit eingebaut. Das war's von mir. Alles Gute für euch, eure Leandra.